So, nachdem jetzt das Putztutorial so durch die Decke gegangen ist und wir immer noch Anfragen haben, auch für weitere alltägliche Bereiche in unserem Sport, haben wir uns heute mal das Thema Misten vorgenommen. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf die Reise und zeige euch mal, wie ich hier die Boxen miste. Fangen wir erstmal an, das Stroh zu durchkämmen nach möglichen Verunreinigungen. Ich versuche das immer ein bisschen so zu machen, dass ich dann das gute Stroh praktisch nach außen sortiere. Und jetzt merke ich hier schon, wie ich hier auf eine etwas nassere Stelle stoße. Und hier haben wir es schon. Da sehen wir es. Da müssen wir ran. Das muss raus. So, wir arbeiten uns jetzt weiter durch. Schicht für Schicht. Quadratzentimeter für Quadratzentimeter. Hier haben wir wieder was. So, jetzt kommen wir zu unserer Schwänenforke, die wir extra dabei haben. Genau für solche Fälle, wenn hier die Äpfel liegen, dann kann ich das kurz mal demonstrieren. Wenn ich nämlich jetzt mit der Strohgabel hier ankomme, dann habe ich natürlich wenig Chancen, dann fällt mir immer was runter. Deswegen hier mein Expertentipp an dieser Stelle, nämlich die Spänenforke, die ist ein bisschen engmaschiger. Und dann nehme ich wunderbar hier die letzten Äpfel noch weg. Jetzt kommt eigentlich meine Spezialität. Und das heißt, ich nehme jetzt das Stroh, was ich noch für gut befunden habe, nehme das Stroh jetzt wieder nach innen. Das ist praktisch das Stroh, was schon länger drin ist, aber absolut noch in Ordnung ist und immer noch saugfähig und weich. So, wir haben jetzt frisches Stroh nochmal hier am Start. Damit werde ich die Box jetzt wieder auffüllen praktisch. Meine Strategie jetzt mit dem neuen Stroh ist, dass ich das eher so ein bisschen nach außen mache, weil wir haben ja das im Prinzip ältere Stroh, was noch gut und trocken ist, jetzt in der Mitte praktisch gerade hin platziert. So wäre der Plan. So. Ich hoffe, euch hat die kleine Reise in die Magie des Mistens gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Ich mache das sehr gerne und ist ein sehr, sehr schöner Teil, wenn man mit Pferden zu tun hat, der getan werden muss.